Cash 22, Hamburg, Dennis, what to do? Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video und heute machen wir den Autopiloten-Härtetest. Und zwar bin ich in den italienischen Alpen unterwegs auf einer richtig geilen Passstraße mit super vielen Kehren und jetzt bin ich gespannt, wie funktioniert der Autopilot hier? Funktioniert der überhaupt? Kann man ihn aktivieren? Wie sieht das Ganze aus und schafft er so eine Kehre? Das Ganze probieren wir jetzt heute mal aus. Es ist extrem kritisch, das hier tatsächlich auszuprobieren, aber ich habe mir gedacht, wir probieren es einfach mal heute aus. Also los geht's, Autopilot-Härtetest in den italienischen Alpen. Und damit soll es losgehen. Autopilot-Härtetest. Wir müssen natürlich jetzt erstmal auf Geschwindigkeit kommen. Und hier steht Lenkassistent temporär nicht verfügbar. Wie sieht es jetzt aus? Jetzt funktioniert es. Und er will mit 33 km/h fahren. Das ist mir zu viel. Ich stelle mal auf 30 runter. Das ist hier das Limit. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie hält er sich denn so. Ich bin bereit, direkt einzulenken und voll auf die Bremse zu gehen. Und es ist auch hier direkt schon nötig, denn da hätte er sonstens links einmal den Stall mitgenommen. Also direkt auf den ersten 30-40 Metern gemerkt, es funktioniert nicht, es hat noch nicht funktioniert. Aber so schnell gebe ich natürlich nicht auf, denn jetzt haben wir das nächste Probierstück und wir probieren es einfach nochmal. Also Leute, weiter geht's auf die nächste Probetour. Fahrbahnmarkierung hatte. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen und dann geht's schon wieder nicht, weil da kommen Fahrräder. Also nochmal anhalten. Weiter geht's. Jetzt müssen wir ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Jetzt kann ich ihn aktivieren. Und er hat abgebrochen. Und er hat wieder abgebrochen. Also er erkennt die Linien alles super gut. Wir haben jetzt die Geschwindigkeit auf 25 km/h begrenzt und wir müssen wieder abbrechen. Stellen wir die Geschwindigkeit runter auf 20 km/h. Jetzt müssen wir wieder rausgehen aus dem Tempomaten. Da kommt mit den Fahrrädern nicht klar. Weiter geht's. Nächste Probiermöglichkeit. Stellen die Geschwindigkeit auf 20 km/h. Damit er super langsam fährt, dann könnte er es nämlich schaffen, wenn wir nur mit 20 km/h fahren. Aber da ist schon wieder ein Fahrrad, das heißt, da müssen wir jetzt manuell machen. Aber jetzt nach dem Fahrrad können wir es wieder probieren. Geschwindigkeit runter auf 20 km/h. Und jetzt probieren wir mal diese Kurve aus. Ich bin bereit, voll einzugreifen. Na, nicht geschafft. Aber ist auch irgendwie verständlich, dass das Ding das nicht schafft. Und jetzt natürlich hier diese Riesenkurve. Schauen wir mal. Er hält sich links. Er hält sich links, was komplett falsch ist in der Situation, aber nicht so schlimm. Und die Kurve. Und da kommt ein Motorrad. Jetzt müssen wir eingreifen. Und was man eben auch wieder gesehen hat, der Scheibenwischer ging wieder an. Das ist die Tesla-Krankheit schlechthin, die Scheibenwischautomatik. Leute, wie ihr gemerkt habt, Autopilot funktioniert sehr, sehr gut auf Autobahnen, aber absolut überhaupt nicht auf Passstraßen, was natürlich auch überhaupt nicht das Anwendungsgebiet von einem Autopiloten ist, weil auf Passstraßen ist es so extrem wichtig, gegenseitige Rücksichtnahme zu haben, dass man immer wieder Motorradfahrer, die hier viel schneller unterwegs sind, dass man die einfach mal durchlässt oder wenn halt entgegenkommender Verkehr ist, dass man da ausweicht, mal stehen bleibt. Das kann der Autopilot natürlich noch nicht. Ich finde es auch ein bisschen gruselig, wenn ich jetzt sagen würde, yo, Autopilot, navigier mich und der würde hier die Passstraßen runterfahren und es würde funktionieren. Da fahre ich dann doch lieber selbst, so stark vertraue ich einem Computersystem dann auch noch nicht. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und falls ihr hier den Roadtrip noch nicht gesehen habt, dann checkt auf jeden Fall die Infobox aus, denn da sind die ganzen Links zu den anderen Videos. Falls ihr euch einen Tesla kaufen wollt, dann macht das doch gerne über meinen Referral-Link unten in der Videobeschreibung. Da sichert ihr euch 1000 Kilometer kostenloses Super
Supercharging. Das ist auf jeden Fall eine extrem geile Aktion. Ich wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen und wir sehen uns bei einem weiteren Video wieder. Also haut rein und bis dann. Ciao, ciao.